Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Ich bin interessiert. Ihr werdet Drachenblut genannt? Ja. Ja, ich bin ein Drachenblut. Mensch, wie fame wir auf einmal hier sind, ey. Ja, ich bin ein Drachenblut. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Alter. Seid ihr denn für welche? Wartet mal ganz kurz, Freunde. Da müssen wir doch mal ganz kurz unsere passende Magie wieder auswählen, denn, ja, wir nehmen, okay, wir machen das kurz eigentlich auf easy. Nehmen dafür unseren Heal. Ah, nee, oh, fuck. Okay, fuck, jetzt haben wir es verwechselt wieder. Ich komme nur noch mit meinen beiden Händen durcheinander. So, ja, ja, so, okay, haben wir so. Das heißt hier. Oh mein Gott. Nein. Haben wir jetzt die Mission? Ja, okay, gut, dann machen wir es jetzt nochmal von neu. Mensch, das war ja gerade irgendwie ein bisschen lame. Wie, und jetzt sind wir tot, oder was? Was mit den beiden neuen Missionen da unten? Ach, wartet, und dann teleportieren wir uns einfach nach Weißlauf. So machen wir das. Ich möchte die beiden neuen Missionen wiederbekommen. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gut. Eine Frau. Jo, ich weiß Bescheid. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ihr werdet Drachenblut genannt? Eure Lügen. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. So, und diesmal machen wir es richtig. Jetzt wählen wir wieder. Okay, ja, genau, unsere Magie wieder auf. Wiederherstellung, so. Das heißt, da müssen wir es so klicken. Ja. Einer wird sich ihm in den Weg stellen. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Zeit zu sterben! Na, kommt doch her! Ein kleiner Kampf. Auch kein geschadet. Die haben ja gar nichts drauf. Was hat er denn die ganze Zeit für ein Frostschild hier? Komm schon, das sind doch hier blöde Kulissen. An welchen Leuten lassen wir uns nicht anfackeln? Ne, wir die Heilung kanalisieren. Wachen! Hilft uns doch mal! Nein! No! Dieses Feuer ist echt ganz schön stark. Wir versuchen es nochmal anders. Ihr habt einen Drachen getötet. Nein! Ihr da. Wir ja. Jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. I know. Frau, sie benutzt. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ihr werdet Drachenblut genannt? Jawohl. Eure Lügen. Alle werden Zeuge von. So, diesmal aber jetzt. Jetzt machen wir es besser. Also bevor wir hier anfangen, wir können ja auch gerne kurz nochmal unsere neue Stufe hier verwenden. Gesundheit, pushen wir weiter hoch oben. So. Ist das hier unser Zerstörungstree? Ja. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter.
Feuerzauber, nein. Na, warte mal, da hier Blitz. Möchte ich gerne lernen, wieso geht das noch nicht? Hier, dann nehmen wir das erst. Wie kann ich gerade gar nichts lernen, habe ich das Gefühl. Egal, das machen wir gleich nochmal. Dann gehen wir nochmal wieder in Magie jetzt, aber komm, schon. Wir nehmen mit. Wir nehmen einfach alle einmal. Wir nehmen Funken, genau. Funken nehmen wir in die rechte. Und Heilung in die linke. So machen wir das. Mann, was war das denn schon wieder? Schon wieder ein One-Hit oder sowas? Gibt's das? Wer ist denn hier so stark immer? Ich verstehe das einfach nicht. So, Wiederherstellung. Ja, dann machen wir es jetzt wieder so auf die Pussy-Art und Weise. Ich verstehe es einfach nicht, warum die da auf einmal immer so heftig werden. So, aber wir packen das. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Ihr werdet Drachenblut genannt. Wie wir. Ja, ich weiß nicht, worum es geht. Stoßen auf taube Ohren. Alle werden Zeuge von Kürzmira. Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Keiner wird meiner sich Mutter dabei Obst und Gemüse zu verkaufen. So, und jetzt komm mal her hier, Backen. Alter, die haben mich schon wieder genatzt. Jetzt haben mich die Wachen getötet. Oh, ich krieg bald einen Rappel. Ich krieg da gleich ein zu viel von. So, Wiederherstellung. Ja. Gut, jetzt teleportiere ich mich wieder da unten hin. Das wird da manchmal, da haben wir auch wirklich richtig Probleme, ne? Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Ihr werdet Drachenblut genannt? Eure Lüge. So. Alle werden. Gut, alle werden hier gleich sterben. Dann speichern wir den Scheiß mal ganz kurz hier ab. Fürst Mirakt erscheint. Fügt uns in Rohrungsstadt auf, wenn ihr sie findet. Ihm in den Weg stellen. Ich helfe da dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Mirakt, geh mir rein! Ihr werdet nicht gewinnen. So, ich will jetzt hier nicht meine Wachen wieder angreifen. Wie heftig das Ding ist, ey. Kann mir auch keiner erzählen hier. Komm, streck die ganzen Kulissen down. Die halten uns jetzt hier ein bisschen zurück. Nice, okay, gut. Steig sie alle nieder, da hinten ist einer. Haben wir sie alle? Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet... Gut. Dass es immer so abgeht hier. Lies die Befehle der Kulisten. Okay, müssen wir gleich machen. Zauberbuch Kerzenschein. Er schafft für 60 Sekunden lang eine schwebende Lichtquelle. Das ist ja ganz praktisch. Magika regeneriert sich 75% schneller. Eine Kulistenmaske können wir auch mal aufsetzen. Kulistenhandschuhe. Den Rest brauche ich nicht. Drachenblut seid. So, Stahlstiefel. Ja, der hat fast das selber gekriegt. Das ist doch gar nicht möglich. Wie soll das nicht möglich sein? So, mein Guter. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lass mich mal bitte was verkaufen. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ich hab ja nämlich total voll mit meinen Waffen. So. Ein alter Nordfall. Hab ich auch nur einen von. Schaden 8. Den kannst du gern haben.
Den Jagdbogen. Kannst auch gern haben. Und mir geht es halt vor allem um die Bekleidung. Also mein Eisenhelm brauche ich nicht mehr unbedingt. Mein Eisenschild brauche ich nicht mehr unbedingt. Eisenstiefel habe ich auch mehrere. Fellrüstung, Kulissenhandschuhe. So, und den Rest brauche ich eigentlich noch. Was hast du noch so? Oha, Barren satt auf jeden Fall. Wer schmiedet eure Waffen und Rüstungen? Wer hat in Weißlauf das Sagen? Es ist schön mit euch. Ja, das war's eigentlich schon. Danke schon auf jeden Fall. Gehen wir nochmal in unsere Objekte. Wir müssen uns nämlich mal wieder ein bisschen bekleiden. So, goldene Halskette. Das will er mir gar nicht abkaufen. Die Kulissenmasse. So, dann haben wir jetzt hier. Magika regeneriert sich 75% schneller. 75% hier. Dann haben wir jetzt hier nochmal auch 75%. Die Vampirrüstung bringt uns an sich vom Wert her weniger. Aber ja, wir brauchen die Robe. Gut. Ja, dann müssen wir mal wieder auf die Stadtkarte gucken und was als nächstes so ansteht. Wir müssen, glaube ich, Schnellreise, nein. Ich glaube, irgendwo wurde auch nach Hilfe gebeten. Hier nicht, da nicht. Was haben wir denn für Quest? Wir gucken mal unseren Quest nach. So, Drachenblut haben wir. Das Horn von jüngeren Windrufer. Und noch Verschiedenes. Also eine ganze Palette noch zu tun. Lies die Befehle der Kulissen, dann machen wir das als erstes. So, dafür gehen wir jetzt hier... Ach, wir haben schon wieder eine neue Stufe. Ja, wir lesen erstmal die Befehle jetzt. So, das wird wahrscheinlich unter Sonstiges abgedingset sein. Befehle, nein. Was wir alles so dabei haben. Hier irgendwo? Nein, das sind alles nur Bücher. Das können wir auf jeden Fall nochmal lernen, das haben wir schon. Gut, Kulissenbefehler hier. So, Reise nach Solzheim abgeschlossen, liest die Befehle der Kulissen. So, geh mal weg da mit deiner Schrift, dann können wir es mal ganz kurz hier vorlesen. Geht in Rabenfels an Bord der Nordmaid, bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, bekannt als Nick, bevor er Solzheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Ja, gut, das war wohl nichts, mein Freund. Leider nicht. Leider nicht. Ich klicke mal aus Versehen Linksklick von uns, so im Game habe ich das noch. Hier, die Nebelwacht müssen wir auch auf jeden Fall nochmal stürmen. Gut, hier wird uns ja immer mehr angezeigt mittlerweile schon. West, Reise nach Solzheim. Genau, gut, dann sollen wir jetzt noch nach Solzheim und ansonsten das Horn von Jürgen Windrufer. Bring das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht und des Schreins zu erlernen, hat der Graubart Arngeier mir auf eine allerletzte Prüfung geschickt. Ich soll das Horn von Jürgen Windrufer aus diesem Grab ins Ustengraf beschaffen, einen Grabhügel in den Sümpfen von Hialmarsch. Tja. Gut. Ja, zwei Quests haben wir. Also entweder wir gehen jetzt in den Osten. Hierhin. Oder wir begeben uns in den Norden. Und räumen da mal ein bisschen auf. Und ich glaube, ich wäre ganz geil, wenn eigentlich mal hier in die Stelle wir reisen würden. Und wir einfach mal ein bisschen Glück haben und wir hier mal ein Pferd uns leihen können. Bevor wir das machen, gehen wir aber hier wieder und ja, wir haben schon wieder ein neues Level ab, dann ballern wir uns mal ein bisschen mehr Gesundheit rein. 105, das scheint wohl noch ein bisschen wenig zu sein auch. Zerstörung, hier wollen wir auch ein bisschen weiter pumpen können. Ach, oder es kann auch sein, dass wir einfach noch vom Level her zu low sind. Kann das sein?
Wiederherstellung. Veränderung, Verzauberung, Schmiedekunst, Schwerrüstung, Blocken, zweihändig, einhändig, Schießkunst, leichte Rüstung. Also wie viele Punkte es da wirklich hier zu verteilen gibt. Schlossknacken, Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie, Illusion. Was ist denn Illusion bitte? Was kann man denn hier so Nettes erlernen? Hier kann ich mich einfach noch gar nicht so richtig entscheiden, was ich hier nehme. Wie vielleicht nochmal in der Wiederherstellung noch ein bisschen was. Genau, dann machen wir das lieber noch ein bisschen. Damit wir uns hier besser durchpowern können. Doppelte Wiederherstellung. Danke. Und dann können wir uns den Lehrling hier auch noch holen. So, okay, gut. Ja, dann haben wir jetzt hier Zerstörung und Wiederherstellung, also eigentlich auch die beiden Zauber, mit denen wir am meisten arbeiten. Nochmal ganz kurz nochmal geguckt. Ja, ich würde sagen, wir machen dann erstmal hier in den Norden, oder? Ja, wir reiten erstmal in den Norden. So, können wir uns jetzt hier ein Pferdchen leihen? Kopfgeld hinzugefügt. Oh. Also ich glaube, das fanden sie wohl nicht allzu gut, dass wir das jetzt gerade mitgenommen haben. Aber wie gesagt, kann man jetzt auch nichts gegen machen. Dann wollen wir einfach mal da hinreisen. Soll uns erstmal markiert sein. So, und hoffentlich kommen wir hier mal ein bisschen mit schneller voran. Ja, wir haben sogar einen Galopp. Juhu! So kommt man, so lässt sich das doch geil zocken. So kommt man doch mal wenigstens richtig voran hier. Nicht nur langsam hier traben, sondern nein, wir können hier richtig durchsprinten, Freunde. Das Problem ist, glaube ich, nur, wenn wir einmal abgestiegen sind. Das hatten wir einmal schon. Wobei, nee, ich glaube, das hatte ich gar nicht... Oh, was willst du denn? Das hatte ich gar nicht aufgenommen. Das ist nämlich dann so blöd abgebrochen. Was denn hier los? Bleibst du hier, Pferd, wenn ich jetzt absteige? Na, bevor du mir abhaust, dann bist du mir zu wertvoll. Könnte mir nämlich vorstellen, dass du bei lauten Geräuschen, bei Kämpfen hier einfach mal hier Angst bekommst und dann auf einmal hier mir ganz schnell wegstratzt. Das will ich nicht riskieren. Ich meine, hier kann ich auch immer nochmal zurückkommen. Dann reiten wir mal lieber weiter nach vorne. Mal gucken, wie viel wir schon geschafft haben. Naja, schon eine ganze Stelle. Und können wir jetzt hier schnell hinreisen? Ich werde sogar von Wachen verfolgt, so. Aber ich glaube, ansonsten müssten wir da ohne Probleme hinreisen können und dann das später dann nochmal austrocknen oder was wir auch immer anstellen sollen. Aber ich denke, das wird nicht das Problem sein. So, immer weiter nach vorne, immer weiter nach vorne. Wir durchstreifen hier die Pampa auf unserem Gaul. Was gibt's Besseres? Wir sehen zwar ein bisschen komisch aus, so richtig Style haben wir noch nicht. Und das Geld haben wir auch nicht, aber ich denke mal, das kommt alles später noch. Ja, quer einfällt. Einfach mal hier durch. So, immer weiter. Gut, dass wir echt hier das Pferd bekommen haben. Zwar wurde jetzt irgendwie ein leicht höheres Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Das heißt wohl, ich weiß nicht, dass wir ein bisschen unbeliebter geworden in der Stadt. Aber ich meine, who cares? Das können wir bestimmt wieder mit unserer Redekunst wieder gerade biegen. Und selbst wenn dann irgendwann alle auf uns gehetzt sind, dann rotten wir sie eben alle aus. Allzu wild wird es auch schon nicht sein. So. Labyrinthturm entdeckt. Oh mein Gott. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Ich weiß halt nicht so, ob unser Level schon so hoch ist. Ich meine, unser Pferd kann sogar ein bisschen jumpen. Allzu hoch fühle ich mich noch nicht mit meinem Level 5 hier. Voraus ein Gegner. Wird ja auch mal oben ganz witzig angezeigt.
Finde ich eigentlich ganz nett auch im Skyrim. Da, ich finde, hier gibt es eher nicht so Gegner in Massen, sondern eher den einen oder anderen recht stärkeren dann. Gefällt mir eigentlich ganz gut soweit. Bin noch keinmal an Falldamage irgendwie groß gestorben. Oder es hat mich groß erwischt. Was denn hier? Wer seid ihr denn? Aus dem Weg! Ich kenne euch nicht, ich bin das Drachenblut. So, und wir laufen direkt auf die Stadt zu, das ist auch gut. Weil ich würde sagen, wir holen uns erst die Stadt, damit wir hier den sozusagen den Safe Point da nochmal bekommen. Was ist denn hier? Eine Spider. Aua! Hier entlang. Und jawoll! Da sehen wir schon das erste Haus. Das heißt, hier wohnen auch Menschen. Oder was auch immer. Montal haben wir entdeckt. Was wird der Jarl dagegen tun? Sehr nice. Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, so. Es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch an. Alles klar. Die Base gehört uns schon mal. Gut, dann können wir ja jetzt. Unsere nächstes Ziel auswählen. Alter, was? Ich habe mich gefangen. Ich werde mein Kopfgeld bezahlen. Ja, klar. Kluger Mann, jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Wie bitte? Was ist los? Drachen? Ich meine, was haben wir jetzt hier so Schlimmes gemacht? Komm, jetzt, ich speichere einmal ganz kurz, weil ansonsten würde ich nochmal hier fast draufsteigen. Ich meine, das Pferd hatten wir schon längst gestohlen. Nochmal. Das zählt doch nicht, wenn wir es nochmal stehlen. So, wie kommen wir da jetzt hin? Einfach jetzt hier nochmal zurückreiten und dann links, oder wie haben sie sich das jetzt hier gedacht? Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen unser Bestes. No risk, no fun, das ist mein Motto. Oh, was haben wir denn hier? Einen zugefrorenen See? Nee, nicht ganz zugefroren. Oh, ist das kalt. Hoffe, Ferdi friert nicht. Und ich hoffe auch, wie gesagt, wir sind vom Level nicht zu low. Ich hoffe, wir haben da, können uns da mehr oder weniger erfolgreich durchschnitzeln. Oder brauchen wir vielleicht mal eine neue Waffe oder ähnliches. Galopp, galopp, galopp! Schnell! Wind, schreite geschnell! So, bald müssten wir da sein. Hier ist das aber auch nebelig. Nicht gerade, ja, für jeden Mann hier gedacht. Können wir auch vorstellen, dass hier das eine oder andere Pferd einfach hier, ja, schreiend wegläuft vor Angst. Oh, und wir sind da.